So, ist jetzt in der Standardeinstellung. Jetzt, was wollt ihr gerade sagen mit dem Redo-Programm? Ja, ich mag mich noch erinnern, ausgedacht etwa 6 Jahre raumzeitlich zurückgespult, wo du gesagt hast, wenn ich in das Reto-Programm reinschaue, dem kann es nicht schnell genug gehen. Aber Reto sagt, dir eins Gottes Mühlen malen langsam. Aber ich denke, jetzt haben wir so einen kleinen Anstoß, so einen kleinen Geburtsprozess eingeleitet. Das geht immer wieder in der Geschichte, spricht man hier in der Dora von einem unteren und einem oberen Mühlstein. Und der obere Mühlstein ist der, der sich dreht. Und du musst dir jetzt vorstellen, wir denken uns einmal, der untere Mühlstein ist bloß ein Punkt, das ist Gott. Und ein Punkt, ein absoluter Punkt, kann sich nicht drehen, weil er keinen Radius hat. Und der spannt sich jetzt auf und der obere Mühlstein ist der, der sich dreht. Und drehen beginnt ja schon mit dr, das ist die Öffnung der Berechnungen, ist die Generation. Ich will jetzt einmal nicht über Corona reden, da wird sehr viel gemacht, sondern diese Präzision der Zahlen selber mit dem Einheitskreis. Und zwar machen wir jetzt erst einmal hier ein klassisches Spiel. Es hängt sehr davon ab, wer du zu sein glaubst. Ich habe schon gesagt, wie du jetzt reagierst, an das Videospielbeispiel denken, dass jeder Moment, wo du reagierst, verändert sich deine Information. Und das steuert dich, wie wenn du mit dem Auto an jeder Kreuzung irgendeine Richtung dir raussuchst, das bestimmt, wie der Film weitergeht. Das Autobahnbeispiel aus Ich bin du aus dem ersten Band ist so unendlich tief, weil jetzt haben wir eine Vorstellung, dass da außen Straßen sind. Und die Straßen sind nicht da außen, sondern das sind die Seinsmöglichkeiten, die aus dem Konstruktprogramm, wo alles gleichzeitig in der Einheit ist, aufgeschmissen werden als ständig wechselnde Bilder. Und wenn wir jetzt ein Spiel machen mit der Sprache und mit den Zahlen, wie präzise eigentlich diese Schöpfung ist, stellen wir uns das da mal, ich fange mal an, ich komme dann auf ein Zifferblatt zu sprechen. Und da spielen wir einfach mal mit den Zahlen in Verbindung mit Holofeeling und du wirst dich wundern, du erlebst ein Wunder nach dem anderen, wenn dein Geist aufgeht. Die Schwierigkeit ist immer wieder dieses Quadrat mit drei Strichen zeichnen, wo ich gesagt habe. Da könnte ich jetzt viele, viele Beispiele bringen, aber wenn man das erste Mal hört, ist man total blind, bis man die Lösung hat. Okay, es sieht jetzt also so aus, da ist jetzt einer, der denkt uns zwei aus. Der, der uns zwei jetzt ausdenkt, aber meint, er gehört nicht dazu, der hat jetzt zwei Bilder vor sich. Nämlich den ausgedachten Redo und den ausgedachten Udo. Außer du bist der Redo oder der Udo. Wenn du jetzt der Redo bist, hast du bloß ein Bild vor dir, das ist der Udo. Hast aber einen kleinen Redo zusätzlich auf dem Bildschirm. Das ist also schon da, jetzt rudimentär, weil du weißt, da gibt es ja mich auch noch. Bist du der Udo, hast du einen Redo auf dem Bildschirm und hast einen kleinen Udo zusätzlich noch da. Bist du jetzt weder der Redo noch der Udo, dann hast du bloß den Redo und den Udo. Und der Kleine ist der, der jetzt vom Computer sitzt, den du dir ausdenkst. Der ist auch das Bild von dir selber. Das ist jetzt die Quintessenz, mehr oder weniger, für den Redo und für den Udo und den Kleinen, der vor dem Computer sitzt, den du aber total vergisst. Da haben wir schon wieder diese Aufteilung in vier Quadranten plus ein Zentrum. Und mir geht es jetzt um das Zentrum. Wenn wir uns jetzt ein Ziffernblatt vorstellen, ich will jetzt das Bild nicht einschalten, ich sage, die meiste Zeit, wenn du denkst, denkst du nur in Worten. Du könntest prinzipiell aus den Worten eine subjektiv geprägte Vorstellung machen. Magst du jetzt meistens nicht. Sind wir oft darauf eingegangen. Wenn ich mir jetzt ein Zifferblatt vorstelle, wäre das schon sehr interessant, wenn ich das von dir aus, ich spreche jetzt mit dem Geist, der vor dem Computer sitzt und dieses Gespräch sich anschaut, wenn ich das Zifferblatt, das normale Zifferblatt von dir aus sehe, dann ist hier die 3 und hier die 9. Wenn ich es vom Udo von der anderen Seite aus sehe, ist hier die 3 und hier die 9. Einfach gespiegelt denken. Richtung und Kehrseite kann man austauschen. Wir beginnen ja im klassischen Sinus rauskonstruieren aus den vier Quadranten, beginnen wir praktisch bei 3, was von dir aus gesehen hier ist. Und ich sage immer wieder, gegenüber der 3 steht die 9. Ich mache jetzt das einmal von dir aus gesehen. Denk dir, das wäre jetzt ein Ziffernblatt, du hast hier die 3. Die 3 heißt vier Spiegel und die erzeugen dir gegenüber die Spiegelungen, das ist die 9. Wenn wir die 3 und die 9 zusammenzählen, kriegen wir 12. Das ist die Mitte drüber, die wir uns jetzt ausdenken. Wenn du dir darüber die 12 denkst und wir schreiben jetzt einmal, stell dir vor, die Ziffer wird jetzt hier 12 stehen und du schreibst jetzt hier von rechts nach links gelesen 2, 10, dann heißt du B, dieses 12 darüber ist in mir. Ja. Ja.
Die 3 und die 9, wenn wir zusammenzählen, kriegen wir 11. 11 ist Ei. Ei heißt der Schöpfergott und das heißt nichts. Das ist das Zentrum von dem Einheitskreis. Musst auf dir wirken lassen. Die 3 und die 9 zusammengezählt gibt praktisch 11 und 11 ist jetzt dieses AI. 3, 9 ist 12. 12, Entschuldigung, diese 12 ist B, ist in mir. Ja. Zu 11 kommen wir noch gleich. Ja. Das ist dieses in mir, das ich jetzt aber über mich drüber stelle. Ja. Ich kann übrigens diese 12 auch als 2, 1 lesen. Dann heißt es A. Aufblühen. Das heißt, das Aufblühen, das Kommen eigentlich, kann man auch sagen, ja. Es taucht was in dir auf, gespiegelt, weil wir die Spiegelung wieder innen machen müssen, ist es ab, ist der Vorder. Ja. Die 12, 3 und 9, dieser Tetraeder setzt den Vorder eigentlich ins Zentrum. Ja. Vorder, können wir das V zu einem W machen, dann hast du Water. Das ja. ist dieser Punkt, wo ich sage, das Elayon, wo ich immer noch als Fläche zeichne, musst du eigentlich als Punkt betrachten. Ja. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das begreift. Und du siehst jetzt schon in der Sprache, jetzt ist natürlich, wenn wir die 12 haben, ja. dieses in mir muss zwangsläufig ein Gegenüber haben, das ist unten die 6. Wenn ich das mit der 6 verbinde, die 12 kriege ich 18, wenn ich die verbinde, setze ich die wieder in die Mitte. Mhm. Und das ist dann das Ich. Genau. Im Zentrum sitzt. Kannst du folgen? Ja, klar. Das habe ich doch in einem der Selbstgespräche, was in welchen der Ohrenbohrungen das drin ist, wo ich dann sage, da wir den Einheitskreis im klassischen sind bei 3 starten und dann fahren wir auf 9 rüber und dann fahren wir von der 9 wieder unten rum zurück. Wir starten immer jetzt und hier. Sag ich, ziehe mir einfach die 3 und die 9 zusammen. Wir machen daraus den Vater, der dann übrigens zu Peter wird. Pater, wenn wir das V in der Aussprache zu einem F machen, das dann zu einem P wird, wenn es keine Facette mehr ist. Und ich sage, wir starten jetzt in der Mitte, wir machen aber noch einen Bogen. Wir fahren jetzt nicht von 3 auf 9, sondern aus der Mitte heraus einen Bogen und fahren wieder in die 9, die in der Mitte drin ist, die ja rot geschrieben dann der Spiegel ist. Ja. Wir können ja 3, 9 auch lesen, der Geist ist ein Spiegel. Ja. Das ist unser Rai. Rai ist der Kopf des Schöpfergottes. Das ist dieses Zentrum, in dem sich alles abspielt. Und dann fahren wir hier wieder aus der 9 raus, über die 6 wieder in dieses Zentrum rein. Dann hast du eine 8. Ja. Wir können jetzt das aber auch zusammenschnüren, dass wir oben dieses als 1 hier so zusammenschnüren und wir fahren raus diesen Bogen, dann kriegst du das Unendlichkeitszeichen. Das ja. beschreibe ich in einem der Selbst, diese ja. Lemniskade. Genau. Und du wirst jetzt feststellen, dass genau genommen, das ist in der Quantenmechanik, dass du eigentlich zweimal dich umdrehen musst, um einen Punkt rumdrehen musst, um wieder an derselben Stelle zu sein. Genau. Das ist dieses 2Pi. Und ich habe jetzt da nur einen kleinen Ansatz gemacht, diese Verschnürung zwischen der 3 und der 9, die zwangsläufig zu 12, zu ab, zum Vorder, 1, 2 gelesen, zum Vorder führt, beziehungsweise zu Bi führt, in mir, ist definitiv in der Vertikalen, in der Transversalen, wird es dann hier das Ich mit der 6 verbunden. Ja. Und jetzt merkst du, dass selbst die Zahlen, wenn du über deine logische Grenzen hinausgehst, was im ersten Moment unlogisch scheint, interessant wird jetzt das Ganze, wenn wir jetzt hier, wir haben ja nur Zifferblatt 12 Stunden, das ist ja nur ein halber Tag. Wir müssen zweimal uns rumdrehen, um wieder letztendlich zu dem Ursprung zurückzukehren. Wir können jetzt Folgendes machen, wir machen dasselbe Zifferblatt und wir machen eine 24-Stunden-Einteilung. Dann wirst du feststellen, dass wo ursprünglich die 3 ist, ist die 6. Das heißt, die 3, diese 3 symbolisieren natürlich auch Geist oder Licht, das C in der Lichtgeschwindigkeit. Im Farbkreis der Physiker ist es das Rot, das ist der Adam, wo alles beginnt, weil der Adam ist ja der eine Geist, der, indem er ein Adam bzw. ein Jahwe wird, sich aufspannt in 2 Hälften. Ja. Und dann wirst du feststellen, wo die 6 ist, ist die 18. Ja. Das heißt, die große Verbindung ist ein Ich. 12, Entschuldigung, ist die 12. Die 3 wird zur 6. Mhm. Die 6 wird zur 12. Und die 9 wird die 18. Okay, und jetzt kriegst du das gespiegelte Ich. Ja, genau.
das dann in die 2,4 oben, wenn es auftaucht, in die 2,4 reinfährt, in die 4,20. Und da kannst du jetzt auch wieder das Schöne, ganz interessant, die 24. Wir können jetzt erst einmal diesen 4,2. Das ist das hebräische Wort für Bär. Ja. Sagt im ersten Moment nichts, wenn wir das jetzt aber hebräisieren, kriegen wir B-A-R. Ja. Das heißt Brunnen, Auslegen und Erklären. Ja. Das Sternzeichen Bär, der lateinische, der biologische Name ist Ursus. Der Ursus. Und diese verbundene Kopf, das ist das J. Ja. Also kannst du für das Ur ein J setzen, dann kriegst du ihn Jesus. Jesus, genau. Und das Spiel könnte ich jetzt wieder stundenlang fortführen, übrigens mit allen Zahlen, mit allen Kombinationen, die sich gegenüberliegen. Und du wirst feststellen, das passt immer. Wenn wir jetzt zum Beispiel hochfahren, ich habe schon mal wieder gesagt, der rote Bereich, also von dir aus gesehen, wir beginnen mit 3, was jetzt erst einmal Geist ist, im Farbkreis das Rote ist, sprich der Adam ist, der Schweigen ist, da haben wir unser Schwa, das Schwa ist das eigene, Eigen. Dann kommst du von der 1 in die 2, das heißt, das JCH und das ICH sind nämlich 2. Schreibt ZW, die Geburt, ein verbundenes Nichts, AI. Wir schreiben, wie wir es sprechen, 2. Dann kommst du in das AIN-S. Das ist die 1, ist das Nichtsein, das Bewusstsein, das jetzt praktisch dann zum Vorderwort oder in mir ist, wie, je nachdem, ob wir von rechts nach links lesen. Dann kommst du hier in dem roten Bereich, oben ist rot, immer noch für uns jetzt. Kommst du in die 11. Ja. Von der 12 kommst du in die 11, zuerst einmal in dein bewusst ausgedachtes Nichts. Mhm. Ja. Dieses bewusst ausgedachte Nichts ist das J. Das ist die 10. Ja. Die jetzt anfängt, wenn es ins Minus reingeht, sich zu spiegeln. Ja. Oben die Plushälfte ist der Spiegel, unten wird es dann getrennt, weil man in das Minus reinkommt, fängt sich an zu spiegeln. Und diese Spiegelungen sind zuerst einmal Chat-Kollektionen, aus der wir was rausselektieren. Das ist die 7. Die wir jetzt aufspannen, aber im selben Moment auch wieder verbinden, weil wir jetzt in die rote Wahrnehmung reinkommen, in Richtung in die Wahrnehmung reinkommen. Das ist ja dann die Violette, das Purpur. Ja. Diese Wahrnehmung öffnet sich oder schließt sich, das hängt jetzt davon ab, ob du den Plusbereich mitnimmst und fällt dann praktisch, das öffnet sich und schließt sich automatisch wieder in der 3, im selben Moment. Okay. Jetzt hast du das Geisterreich gelesen. Ja. Und dieses Spiel gilt natürlich für alles, was wir machen. Und jetzt habe ich was Schönes gefunden, durch mein Bild übertragen, wo natürlich Fehler sind. Da gibt es die Zifferblätter, wenn du das schon mal gesehen hast, gibt es arithmetische Ziffernblätter. Mhm. Schaut, das ist jetzt zum Beispiel unser normales, das hätte ich jetzt gerade einschalten können, dass man das schön sieht, mit der 3 und der 9, der 6 und der 12, die dann zusammen, diese 2 plus waren zu 18, die 3 und die 9 waren zum Vorder, zum Ich, JCH. Okay? Ja. Und da wirst du dann auch ein schönes Spiel machen, aber was mir darum geht, sind diese Ziffernblätter, warte mal schnell, das sind die arithmetischen, schau dir das, da gibt es viele zu kaufen, denken wir uns jetzt ganz normal gesprochen aus. Mhm. Und wenn man das jetzt genauer anschaut, merkst du, dass natürlich da trotzdem Fehler drin sind. Wenn ich normal rechne, das ist 3 Uhr, da rechnen die jetzt Wurzel 3 ist 3 plus 9, minus 9 ist 3. Das erste Problem ist, das stimmt und stimmt nicht, weil genau genommen ist nämlich die Wurzel 9 plus 3 und minus 3, das heißt 0 plus 9 minus 9 ist 0. Mhm. Darum ist dieser Startpunkt, die 3 ist eigentlich die 0, so wie wir es darstellen. Ja. Dann habe ich jedoch gesagt, diese Geburt von verbundenen Ei, die zwei, diese zwei Nichtse, das JCH und das ICH, sind praktisch jetzt zwei ausgedachte Spiegel, Spiegel ausgedacht, im Spiegel, darum gibt es die zwei. Ja, passt, ja. Dann dieses Spiel gibt praktisch in Neo, Neo neu. Ja. Weil das wäre jetzt praktisch hier 1 hoch 9 ist 1. Ja. Da haben wir schon wieder das Problem mit der Wurzel. Diese 12, wenn du jetzt ausrechnest, musst du hier eigentlich 0 setzen. Ja. Und dann hast du 2, 9, Neo, neu. Ja. Wir können das spiegeln. Und das ist immer das Problem mit der Wurzel insgesamt. Ja, ja.
dass die ganze Arithmetik, wo ich sage, der große Fehler bei der Arithmetik ist, sobald eine Wurzel, ein Wurzelbegriff in einer Formel auftaucht, musst du 0 setzen und dann kriegst du immer Divisionen oder Multiplikationen mit 0 und das ist dieses Creatio ex nihilo. Und man lässt ständig eine Seite weg. Du weißt, mein klassischer Satz, ich sehe auf der Spitze, ich stehe auf der Spitze eines Berges, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Ich könnte aber gar nicht auf der Spitze stehen, wenn die Tiefe nicht da wäre. Und die Spitze des Berges und die Tiefe, beides gleichzeitig, das ist der Ursprung auseinandergedacht. Wenn ich mir denn nach oben denke, den lieben Gott, aus dem alles kommt, dann fällt mir was ein. Wenn ich mir nach unten denke, El Hayom, dann taucht was in mir auf, aber genau genommen ist es die Mitte. Das Echad, was Spitze heißt, auch Spitze heißt oder Eins heißt, ist nicht oben, ja, sondern das ist die absolute Mitte. Ja. Ja. Und man könnte jede Kleinigkeit rausholen in einer Vervollkommnung, wo du die Menschen, die du dir ausdenkst, du kannst nur beobachten, wie die Figuren in deinem Traum zurzeit sind. Es ist wie wenn du einen Roman liest und du bist der Autor, du bist der Zeichenerwecker. Da war jetzt gerade so ein schöner Bericht drin, stand in unserem Chat hier mit von der Leyen. Es war doch, du siehst diese Geistlosigkeit dieser Tiere, die um ihr Überleben kämpfen. Es sind jetzt Gedanken, die wir uns ausdenken. Keine Schuldzuweisung, sondern bewusstes Denken, dass also hier Ibuprofen ganz gefährlich ist und man braucht hier das andere Zeug und sofort kippt es weg, ist komplett ausverkauft. Ja. Die Konsumzombies, die meinen irgendwas, was sie sich ausdenken, was du dir denkst, könnte dich retten. Was willst du eigentlich retten an Gedanken, den du ich nennst? Das bin ich. Und da kommt jetzt Solo Feeling, das ist so eine unendlich präzise, einfache Sprache. Ich rede jetzt nicht von dem Aufwächern Solo Feeling und nicht von der Fahrersprache, sondern einfach sich einmal bewusst machen, was da ist, was eigentlich wirklich ist. Das Denken, die Wiederholungen. Wir haben so ein Spiel, wenn ich erzähle, wenn ich jetzt mit dem BC oder was zusammen bin, da haben wir so viele Sachen durchgespielt, mit den Drehungen, mit dem Kegel und die Worte genauer angeschaut. Und die drehen dann, wenn man die Grundlagen hat, plus noch mit den Augen, die Ritter sagt, mir wird es gleich schwindelig, wenn ich dir zuhöre. Weil jeder Satz, den ich ganz normal spreche, eigentlich so offensichtlich wird. Was vor allem das Wichtige ist, ist diese Definition, wenn du was denkst, wo du dir so absolut sicher bist, weil du irgendwas nachplapperst. Und dabei vollkommen vergisst, dass der Gedanke, den du jetzt denkst, eigentlich nur ist, weil du ihn denkst und er ist genauso, wie du in dir denkst. Du lebst in der Welt deine Interpretationen. Du Geist bist in Verbindung mit deinem Intellekt das Maß aller Dinge, die du letztendlich mit diesem Intellekt dir ausdenkst, mit diesem Programm. Und du merkst dann diese unendliche Arroganz der Rechthaberei, wo ich sagte, Menschen werden so unendlich, diese Figuren in deinem Traum werden so unendlich hässlich, wenn sie rechthaberisch werden. Und dann kommen die ganzen, die Aber. Man will das, was wirklich, wirklich ist, nicht wahrhaben. Und es wäre so unendlich einfach. Und darum sage ich, wie dein persönlicher Lebenstraum weitergeht, hängt maßgeblich davon ab, wie du jetzt auf diese Reizauslöser, die ich dir einspiele, reagierst. Dir selbst, also den Geist, der sich das Ganze ausdenkt, diesen nicht denkbaren, ewigen Geist, das Gotteskind in dir, das du selbst bist, dem wird dabei nichts passieren, weil nichts kann man nicht zerstören. Dieses Bewusste, sich jetzt in seiner Traumwelt einen Horrorfilm anschauen, eventuell, und den genießen, so wie ich mich freue, kommt der spannende Film. Ja. Weil ich weiß, was sollte mir dabei passieren. Das Loslassen lernen, weil ich das Thema, wo ich so oft gebracht habe, hier die Einschränkungen, ohne dieses oder jenes geht es ja nicht mehr. Ich sage, das sagt nur einer, der hochgradig drogensüchtig ist. Deine Logik würde jetzt immer erklären, dass man das braucht, dass es unmöglich ist, ohne das, ohne, wenn ich jetzt immer mein altes Beispiel mit dem Computer. Saturday Night Fever 76, die Disco-Zeit, wenn du dir den Film anschaust, da läufst du durch eine Großstadt durch, die gehen in die Disco mit Lichtanlagen, die tanzen, die haben Autos und die muss klar sein, zu dem Zeitpunkt ist es eine Welt, wo keiner ein Handy hat, wo in normalen Büros, in keinem Geschäft, in keiner Bank ein Computer gestanden ist.
Und wenn man jetzt das Alter hat, dass man diese Zeit noch kennt, war das genau die Welt wie jetzt. Und jetzt sagt zu irgendeinem, wir machen jetzt die Computer und die Handys weg aus der Welt. Dann wird ja alles zusammenbrechen. Ich sage aber, das hat doch früher auch funktioniert und keiner hat es vermisst. Hat irgendeiner ein Handy vermisst? Das ist die Sache, einer, der sagt, ohne dieses oder jenes geht es ja nicht mehr, der ist hochgradig süchtig. Ja. Was ist das größte Suchtmittel überhaupt? Geld. Ich sage, das Chaos ist nicht dieser Coronavirus, das ist lächerlich. Das wird hochgebauscht, wie die alles Mögliche. Du hast immer wieder Phasen, ich habe das so oft angesprochen, sobald die Zeitungen was aufgreifen. Wir hatten zum Beispiel hier und jetzt, wenn ich zurückblätter, in der Marion ihrer Welt, was uns bewusst auffällt, ist, wenn ich meine Leib- und Magenblatt, meine Bildzeitung lese, es war wirklich über einen Zeitraum von 14 Tagen, 3 Wochen, nicht eine allereinzige Bildzeitung, wo nicht irgendwo in Deutschland irgendeine Messerstecherei, irgendeiner mit einem Messer niedergestochen wurde. Ja. Ich sage, komischerweise, seit es Corona gibt, gibt es keine Messerstechereien, es wurden keine mehr mit Messer niedergestochen. Genau. Und jetzt ist natürlich, wenn einer sagt, das Problem habe ich nicht, ich lese die Bildzeitung nicht, du liest aber auch so eine Scheiße, die nennst du halt anders. Ob du dir die weltlichen Nachrichten, die offiziellen Nachrichten aus den Qualitätsmedien reinziehst und die verwirklichst in deinem Kopf, dann sind natürlich alle die anderen Verschwörungstheoretiker oder du bist nur Verschwörungstheoretiker-Seiten, dann sind natürlich die Medien, die Lügenpresse, alles nur Lügen. Wer bestimmt, was Lügen sind und wer bestimmt, was stimmt? Der, der es denkt. Aber was ist letztendlich der Auslöser für deine Gedanken? Du sitzt als Brösel da und glotzt entweder vom fetzen Papier oder glotzt auf flackernde Lämpchen. Das ist alles. Das ist das, was ist. Das ist hundertprozentig sicher. Vollkommen ungefährlich, wenn die Lämpchen jetzt vor dir flackern. Oder wenn du auf dem fetzen Papier mit Farbspritzer schaust. Den Rest machst du selbst. Und darum sage ich immer wieder, mach dir keine Gedanken, dass das jetzt irgendein Gedanke von dir wissen müsste. Das ist das Dörrigste überhaupt. Der erste Unterschied bei Holofeeling ist immer wieder, dass ich darauf hinweise, ich erkläre es denen, der sich das ausdenkt, der sich jetzt den Udo ausdenkt, den Redo ausdenkt und, ich hoffe jetzt bewusst, sich selbst blau gelesen, das raumzeitliche Ich, das er zu sein glaubt. Diesen Körper, der jetzt vom Computer zu sitzen scheint, der dich aber letztendlich, wenn du an deinen Kopf denkst, dich umhüllt, weil du in dem Zentrum von dem Kopf drin sitzt. Ja. Darum habe ich ja gesagt, wenn du dich jetzt in den Zentrum von dem Kopf von dem Redo reinsetzt, siehst du was ganz was anderes, wenn du aus diesen Augen, die du dir jetzt vor dich hindenkst, die Becken, hast du auf deiner Verabredung was ganz was anderes, wie wenn du dich in den Kopf von dem Udo reindenkst, wie wenn du dich jetzt in den Kopf reindenkst, wo du sagst, es ist mein Kopf. Ja. Aus deinem Kopf gesehen hast du bloß 2 Pixelmännchen. Aus dem Redo seinen Kopf hast du bloß groß den Udo und einen kleinen Redo aus dem Udo seinen Kopf und du kriegst jetzt schon diese Struktur, die aufplatzt. Genau. Und genau deshalb sind die Bilder da. Du musst dich irgendwann einmal davon lösen, zu glauben, da außen ist der Welt. Was sagt der Udo immer? Halt verdammt nochmal mein 2. Gebot. Genau. Du darfst dir was ausdenken, aber die B-I-L-L, die im Kind erweckten Bilder, ist ja schon, wenn ich immer wieder vom Erwecken oder Erwachen. Ist ja auch ein Unterschied und das Ganze kann man nochmal rot und blau lesen, weil wir brauchen jetzt erst einmal unsere 16, 32 Seiten. Was ich hoffe, was einigermaßen ankommen ist, wenn du ein bisschen was verstanden hast in der Richtung. Das ist jetzt keine abstrakte philosophische Spielerei, sondern das legt der Grundlage. Und darum betone ich auch immer wieder, um das Geheimnis einer göttlichen Schöpfung, einer Weltschöpfung, Brandopfer, polarer Rand, zu verstehen, brauchst du zuerst einmal ein Code, das ist die Vatersprache, dieses Einfache, was man wirklich lernen kann, was ich jetzt einmal ganz bewusst mir Brösel ausdenke, intellektuelle Systeme ausdenke, die mir blaues Ich nennen, meine berühmten 100 Affen, die ich immer wieder anspreche, die es relativ gut drin haben. Mögen es mehr oder weniger sein und jeder, der sich darauf einlässt, erlebt Wunder über Wunder. Und jeder, der die Reife nicht hat, dass er nicht resoniert, das ist immer wieder wie jetzt wieder in unserer Symbolik des menschlichen Lebens. Du wirst als 6-Jähriger auf andere Sachen resonieren, die in dir auftauchen, wie als 20-Jähriger oder als 40-, 50-Jähriger. Du setzt in jedem Lebensabschnitt andere Schwerpunkte, die aber immer jetzt sind, bis du dann irgendwann einmal begreifst, dass das nicht 3 Wachstumsstufen sind, sondern eigentlich 3x3x3, dass man das feiner auflösen könne.
haben wir lang und breit erklärt. Und der Schlüssel ist schlichtweg, um das auf den Punkt zu bringen, das ist einmal diese Metapher mit dem Schwiegeltunnel, die erste grobe Metapher unserer Gedankenwellen, wenn ich es immer so mache, dass wir zuerst einmal die Zeit zusammenschieben, dass da nie was vorher und nachher kommt. Jetzt ist, und dass das in der Transversalen der Aufbau unseres Computers, Bildschirm, also existierend, dann die nächste Stufe Arbeitsspeicher, das unmittelbar darunter liegende, die Grundwelle unter dem Arbeitsspeicher, dann gibt es noch eine tiefere Welle, das ist die Festplatte, und noch eine tiefere Welle, das ist das Internet. Das Internet wäre praktisch eine Welle, die genau einen Tag dauert. Das ist, ich sage mal, Ebbe und Flut. Was ich jetzt wieder in einer Zeitspanne als Ebbe und Flut darstelle, ist, wenn wir das jetzt zusammenschieben, dass du nur einen kleinen Ausschnitt siehst, hast du nur eine B-Geänderung am Hoffenbecken. Spielt sich das im Plusbereich oder im Minusbereich ab? Was wir natürlich, wie gesagt, austauschen können. Und dann habe ich immer wieder gesagt, den Pegel hast du auch im Plus- und im Minusbereich, wenn das Oberwellen sind. Aber du musst wissen, dass im oberen Bereich, wenn du bist, kann ich nicht sagen, das ist Plus und das ist Minus, weil die Nulllinie ja drunter liegt. Das ist dann eigentlich Plus, es ist super gut und es ist gut. Ja. Und wenn du unten bist und du redest von Gut und Minus, dann geht es dir eigentlich beschissen und oberbeschissen. Ja. Bis du dann einmal hier in die Mitte reinkommst, wo du dann wirklich sagen kannst, das ist jetzt positiv und das ist negativ. Unten trenne ich noch und oben verbinde ich mehr oder weniger das Ganze. Und diese Metaphern, Computermetapher, Gedankenwellenmetapher plus Spiegeltunnel mit dem Aufplatzen. Wenn man diese Metaphern wirklich verstanden hat, erst dann kann man anfangen, die Vordersprache zu verstehen, kann man die Puzzlestücke wieder anlegen, die in einem auftauchen. Dann funktioniert es, dass das alles stimmig wird, wenn ich das mit der Vordersprache immer umsetze. Und es läuft ja schon immer chronologisch, darum habe ich ja hier, wo du noch reagiert hast, dieses Far Cry Videospiel, war das Thema doch im Weißenburger Vortrag. Wenn du den deckst, da habe ich ja kurz, spreche ich immer was mit rein, was, du musst klar sein, wenn das einer hört, die Vordersprache nicht kriegt, kriegt das gar nicht mit. Wenn man jetzt mit dem Redo-Verstand, sage ich einmal, diesen Text nochmal hört, jetzt flasht dich komplett weg, was der spricht, weil du im Hintergrund automatisch hebraisierst, aufwächerst und eine Metaebene davon kriegst. Um auf die Metaebene nochmal zu gehen, wir haben ja hier zwei, das Griechische und das Lateinische. Wir haben ja viele, viele Sprachen und die haben alle ihren Sinn. Es sind wie verschiedene Betriebssysteme, die mehr oder weniger komplexe Möglichkeiten ermöglichen. Wir schauen uns einmal das Wort Meta an. Ich tue meinen Bildschirm nochmal schnell übertragen. Mhm. Wir schauen uns einmal zuerst das Wort Meta an. Da kann man zuerst einmal lesen. M-He. Wir hebraisieren das einmal. Das heißt zuerst einmal etwas. Eigentlich ist das normale Wort für was. Manchmal auch wie, womit. In der Regel wird es mit was übersetzt. Da haben wir schlichtweg eine gestaltgewordene Wahrnehmung. Ich kann sagen, was ist diese gestaltgewordene Wahrnehmung? Mhm. Und dann haben wir unser da, das setzen wir ganz einfach mal so, ein Wachraum. Ja. Ein doppelt aufgespannte Acht ist die Geburt im Meer. Ja. Ein Wachzimmer. Dann eine Loge. Die Loge ist ja immer in einem Kloster zum Beispiel. Zum einen ziehen sich welche in ihre Logen zurück oder dann die, die meinen, die sind was Besonderes. Ja, genau. Du ziehst dich, deine Loge, wenn wir das spiegeln, ist Ad, dieser Wachraum, die Logik. Du ziehst dich in deine Logik zurück. Ja. Und das Ad ist eben schlichtweg und einfach das weibliche Du. Ja. Das weibliche Du ist, wenn du an dich denkst. Ja. Immer daran denken, ein Gegenüber nennt man zuerst einmal Du. Dein erstes Gegenüber, das du ich nennst, ist eigentlich das erste Du. Genau. Weil ich Geist denke an mich, dann habe ich ein Gegenüber. Ja. Genau genommen ein um mich herum. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir mal das Meta. Da muss ich kurz dazu sagen, ganz einfach, wenn wir jetzt hier, wir haben einen griechischen und wir haben lateinische Namen. Im Lateinischen beginnen wir ja mit La. Da wissen wir, das heißt explodieren. Ja. Das ist, heißt nein, nichts. Und ich sage immer, du denkst einfach, wir lassen was explodieren in unendlich viele Teile. Ja. Dieses La wird eine raumzeitliche Lichtschöpfung. Rot lasse ich jetzt immer weg. Der Lichtschöpfer, rot, explodiert und dann wird er zu einer raumzeitlichen Lichtschöpfung. Und das ist praktisch La.
Das sind jetzt die Spiegelungen. Okay, das geht. Neusein, die auftauchenden Spiegelungen gespiegelt. Und das ist letztendlich dein Ischen. Das ist das Lateinischen. Du bist eingeschlafen. Ja. Und dann fängst du an zu alternieren. Ja. Dieses Al-T-Sein, alternieren, Ischen. Das ist das La-T-Ischen, Lateinische. Ja. Ja. Dieses Lat-Ein ist ein Augenblick im Ischen. Im Griechischen wird es ganz interessant. Da haben wir jetzt erst einmal GR blau gelesen, als erst einmal fremd. Dann kommt Ich. Da ist ein fremdes Ich. Ja. Das ist das Ich, das du Ich nennst. Ja. Und das fängt an zu ischen. Das ist dein blaues Ich. Ja. Gut, und jetzt schauen wir uns einmal das Wort, nur das Wort Meda an. Ja. Das gibt, haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich schreibe es mal im klassischen Sinn. Meda, griechisch, wir können natürlich da jetzt Athet noch mit reinsetzen. Diese neun, ja. Ich spreche jetzt Hebräisch und Athet mit dem Taf austauschen. Ja. Dieses Meda, schauen wir uns mal an, was das bedeutet auf Griechisch. Das heißt, Mitte, mitten. Eigentlich in der Mitte. Ja. Die Mitte ist unter dir, wenn du über dir die Gedankenwellen hast. Ja. Jetzt ist mitten unter, ist ganz interessant, unter ihnen, mit ihnen zusammen. Das, was unter dir ist, das, was immer ist immer mit den Wellen zusammen. Ja. Kann man so lesen, oder? Ja. Ja. Und mit ihnen, sodass sie aber nicht getrennt zu denken, sondern mitten unter ihnen sind. Lass das einmal auf dich wirken. Alles, was du dir ausdenkst, als Brösel bist du mitten, du bist die Mitte und du bist unter ihnen, obwohl du dich nicht getrennt von denen denken kannst, weil du eben mitten unter ihnen, du bist die Mitte unter ihnen. Denk wieder auf unser Zifferblatt und die Peripherie ringsherum. Ja. Ja. Schau her. H, die Quintessenz, ist in der den geöffneten oder den geschlossenen Reihen. Ja. Die Quintessenz, jetzt können wir hier 3N. Ja. Das Dalit wieder, Delta, 4 Spiegelexistenzen. Ja, genau. Und die Quintessenz ist in der diesen 4, innen praktisch, lateinisch den 4 Spiegelexistenzen. Bin dabei. Du bist dabei, ist mir klar, dass du dabei bist. Ich hoffe, der uns ausdenkt, ist auch dabei. Okay, von einem Orte im Mitten. Klingt jetzt sehr wild, musst du aber wissen, 1849, anderes Deutsch. Ja. Das fängt jetzt an, ZW-Ischen. Das heißt, der Befehl zu schlafen. Ja. Dann kommt, generiere die Ruhe. Ja. DR. Bei Verb ist in der Bewegung. Drum kommt zwangsläufig mit DR, mit der Generation, mit der Eröffnung von Berechnungen, hast du diese Illusion einer raumzeitlichen Bewegung, die sich aber immer nur in dir selbst, inmitten von dir selbst abspielt. Ja. Jetzt lege dich mitten unter die Gefährten hin. Deine Gefährten sind Gedankenwellen. Ja. Und die Mitte ist drunter in unserem Einheitskreise. Ja, immer dran denken, das ist was über mir oder unter mir. Es ist in dir drin und du denkst dir das bloß über dir und unter dir. Und sobald du dir was über dir denkst, vergisst du das unter dir und umgekehrt. Genau. Ja. Das kann man jetzt durchspielen, das macht jetzt schon Sinn. Und jetzt schauen wir uns dasselbe Meter mal an im Lateinischen. Und jetzt ist interessant, dass das erste Mal eine kegelförmige und pyramidenförmige Figur. Da haben wir jetzt schon die Welle KGL, wenn wir es hebraisieren. Wichtig, der Schlüssel ist das Hebräisch-Deutsch. Ja. Das Auslegen und das Deutschen brauchst du die, für Deutschen brauchst du die Vatersprache, die Deus, die Alemann, die Allersprache. Ja. Auf die Pyramide will ich jetzt nicht so auch eingehen, das heißt, dass da mir Pyramis ist das Feuer. Ja. Okay. Den Heuschober will ich auch nicht eingehen. Wichtig ist, sobald wir Wellen haben, wie Wellen, dann fängt an, was zu laufen. Die R ist immer generierte Läufer. Da hat man ja das Thema, da steckt das Wort Ufer schon drin. Ich stehe mit einem Bein im Meer und mit einem Bein auf dem Land. Immer unsere AND, Land, Rand, Sand, das Weltliche. Und das fängt am Ufer, fängt diese Wasser und Land, das Feste und das Trockene fängt an zu schwingen. Das ist jetzt eigentlich eine grobe Metapher
von unseren Gedankenwelt. Ja. Da habe ich jetzt das, was ich heute gerade angesprochen habe. Stumpfer Kegel zulaufende untere Teil des oberen Milchsteins. Immer wieder eine Metapher, wenn wir was malen. Mal. Von Gott ist Le N. Malen. Sieht es so aus, ich meine jetzt zeichnen. Ja. Wenn wir was malen, müssen wir was zermalen. Das sind unsere Divisionen. Und wenn wir einen Kegel auf den Kopf stellen, ist die Spitze unten und oben fängt es an zu kreisen, so wie man sich jetzt hier unser Himmelszelt vorstellt im klassischen Sinn. Ja. Diese schöne Aufnahme, wenn die Sterne um dich herum kreisen. Ja. Ja. Immer dran denken, das Wort Stern kommt von dem Wort starr und das heißt eigentlich unbeweglich. Astra, Astruo, nicht nach außen gestreut. Ja. Das ist jetzt die Vordersprache. Aber ganz, ganz wichtig ist es hier, im Römischen ist es die Spitzsäule am oberen und am unteren Ende des römischen Zirkus. Mhm. Immer dran denken, unser Zirr. Der ist ja einiges, wenn wir das machen, das ist ein Abgeordneter, dann ist es die Achse, dann ist es die Angel, immer bei der Angel denken, da steckt auch der Angel schon mit drin, der Engel mit drin. Die Achse, das ist dann ein Bode, der anfängt sich zu drehen. Das Ganze heißt dann auch Geburtswehen. Da haben wir Geber. Geber, Gebur, ist ja die männliche Potenz. Ja. Und die männliche Potenz, wenn die was erzeugt, ist immer doppelt aufgespannte Eheexistenz. Ist ein Adam. Der Adam ist ja der. Du begibst dich, jetzt habe ich das, was ich gesagt, mit Malen von Gott erweckt. Aber was von Gott erweckt wird, ist letztendlich Achse und Scharnier. Darum heißt es auch in anderen Wörterbüchern hier der Dreh- und Angelpunkt. Genau. Ja. Der Angelpunkt ist der Mittelpunkt, den haben wir gerade gesagt. Ja. Und dieses DRE, das Drehen, die Erdöffnung von Berechnungen, sind dann Wahrnehmungen. Ja. Genau. Jetzt kommen wir dann nochmal zurück in den Zirkel. Der Zirkus. Mhm. Wenn wir das Wort Zirkus anschauen, das ist eigentlich ein Darstellungsblatt. Schauen wir mal, was da der DWDS macht. Lass dich einmal überraschen. Ach, da haben wir das Lateinische, aus dem Lateinischen. Das habe ich hier nicht drin, da müsste ich jetzt gleich ins Lateinische reingehen. Das will ich jetzt nicht wegmachen. Also denk einfach, das ist normalerweise ein Sandplatz, eine gewisse Sandfläche, wo was eine Aufführung stattfindet. Und wenn die jetzt Wettkämpfe gemacht haben, wurde am oberen und am unteren Ende dieses Zirkuses ein Kreis, da steckt der Zirkel mit drin, denk, unser Zirkel ist ja nicht der Mittelpunkt, sondern der Radius, wird ein oberes und ein unteres Ende, wird eine Spitzsäule aufgestellt, um die Wettfahrenden, das heißt meinetwegen die Wettkämpfer, beziehungsweise dann, wenn sie mit Wagenrennen machen, fahren die um das obere und das untere Ende herum. Mhm. Und jetzt haben wir schon wieder unsere Gedankenwellen. Darum ist das ein Kegel, die Spitzsäule auch, wie eine Welle. Okay? Und dann nennt man das auch den Ort, wo man umlenkt. Das ist immer die Spitze, geht es wieder zurück, aber dann schießt man über die Mitte wieder hinaus und geht nach unten und dann schießt man wieder zurück. Ja. Darum nennt man das auch das Ziel, das Ende oder die Grenze, wo umgedreht wird. Ja. Und beim Einheitskreis haben wir deswegen ja vier Phasen. Mhm. Und diese vier sind letztendlich die vier Seiten von unserem D-Dreieck. Mhm. Sprich von dem Tetraeder. Ja. Mit Hodo Filling verschmitzt die Mystik, die Mythologie, der Bibel, der Geschichtsbücher, der Märchenbücher, alles. Mit den Physikbüchern, mit den Chemiebüchern. Es ist im Hintergrund ein allereinziger Schlüssel, das ist die Vordersprache. Das ist das große Geheimnis. Darum habe ich gerade angesprochen, du brauchst diese Grundmetaphern und dann wirst du feststellen, dass du jede Formel sofort lesen kannst, obwohl dir kein Lehrer oder irgendwas beibringt, wenn mir jetzt irgendeine, ob das die Formel des Ohmsche Gesetz ist, ob das H2O oder irgendeine chemische Formel ist, Ferro, Eisen, 26, der Aufbau mit den Quantenzahlen, alles macht plötzlich einen einheitlichen Sinn, weil Holofeeling allumfassend ist. Das ist die neue Logik, eine allumfassende Logik.
Und es ist so schwer zu verstehen, wenn ich sage, wenn du auf verschiedene Denksysteme, logische Systeme triffst, bei dir in deiner Vorstellungswelt, sprich Menschen, die diskutieren um Standpunkte, um Glaubenssysteme, dass die zwangsläufig unvollkommen sind. Du kannst dich nicht mehr einmischen, weil du das Gefühl kriegst, wenn du weißt, vor was die reden, dass jeder recht hat. Aber sie wissen nicht, was das übergeordnete Chat ist. Und ich sage, das erste übergeordnete Chat, das du dir jetzt ausdenkst, bist du selbst. Jetzt könnte ich wieder sagen, was hat der Känguru in Australien, der Neandertal und der Eiffelturm gemeinsam? Zerst einmal den, der sich aufgrund dieser Worte diese Vorstellungen jetzt ausdenkt. Aber jetzt haben wir auch zwei Stufen. Du denkst dir das zuerst einmal aus der absoluten Einheit heraus in deinen roten Kopf. Das sind dann hier mit den 32 Seiten. Und dann denkst du dir das wiederum hinein in ein Gehirn, in einen blauen Kopf. Da bist du jetzt auch die Ausnahme, weil wenn du an deinen Kopf denkst, ist der rote Kopf und der blaue Kopf an derselben Stelle das Zentrum. Dann umhüllt dich alles. Sobald du aber an einen anderen blauen Kopf denkst, fällt ja schon in die Peripherie. Das sind zuerst einmal die vier Tassen drumherum, in den vier Quadranten. Ja. Und in jedem dieser vier Quadranten hast du dieses Spiel dieser acht Seiten. Und so baut sich das auf. Und das ist immer in der Einheit gleichzeitig da. Die Frage ist immer wieder, wo denkst du dich hin? Aber egal, was du denkst, es ist hier und jetzt in dir drin und so verstreust du dich unbewusst um dich herum, obwohl es trotzdem hier und jetzt ist. Und versuchst, einen Gedanken von dir am Leben zu halten, wenn du versuchst, dich am Leben zu halten. Und darum hast du eben diese ständigen Wiederholungen, diese Murmeltiertage, was dir gar nicht auffällt. Da habe ich die schöne Metapher mit meiner Seite 100, wo ich jetzt nicht drauf eingehe. Wobei ich natürlich immer noch jetzt für dein Denken ein Zeitfenster aufspannen muss. Genau genommen passiert es ja immer im Jetzt. Wenn du lichtgeschwind denkst, hast du die komplette Masse, unendlich viel Masse, die du aber in unendlich viele Teile und Sterne und Planeten und Sonnen zerspringen lässt und um dich herum verstreust. Ja. Aber du musst eins durchmachen. Das sind Facetten, die sind in dir drin. Genau. Wenn ich immer wieder den alten Paracelsus, alte deutsche Schrift, noch geistreiches Land der Dichter und Denker, das Gestirn, die Stirn ist ja in einem gewissen Maß eigentlich, ich sage mal, der Monitor, wo wir jetzt aufteilen in zwei Farbhüllen. Das, was du in der Stirn hast, projizierst du Platons Hirngleichnis. Außen ist sowieso nichts. Immer unser Außen mit einem scharfen S schreiben, A, B, ist immer die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. So schaut es aus. Und du merkst jetzt schon, dass die Figuren, die du dir ausdenkst, jetzt in unserem Chat, extrem inspiriert sind. Ja. Von wem? Boah, ist der genial, was denen alles einfällt. Das sind doch deine Gedanken. Ist doch nichts da außer Schriftzeichen. Du musst irgendwann einmal aufhören zu glauben, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, dass der mehr wissen könnte wie du selbst. Figuren in einem Traum können nur das wissen, was du träumst. Und umso mehr du dich davon löst, dich mit einem Gedanken, mit einer Figur in deinem Traum zu verwechseln, umso mehr wird dir das klar, aber umso mehr wirst du auch schockiert sein, weil du dann wieder sagst, ich weiß das, ich kenne doch das alles gar nicht. Drum lasse ich das ja in dir auftauchen. Ja, ja, genau. Das Spiel spielst du ganz alleine, lass es doch einfach geschehen. Mach dir die Meinungen dieser Figuren in deinem Traum zu eigen. Das müssen deine Meinungen werden, weil sonst könntest, es ist ja dein Einung, M-Einung. Wir können ja das Main, Sorcha Main, das Einsprechen wir ja nicht ihn. Das ist der Kopf, Main Endress, der Haupteingang, der Hauptkopf, der Haupteingang. Dann hast du vom Nicht-Existierenden, aber wer ist dieser Nicht-Existierende? Der heilige nicht, Sorcha Main, der heilige Gemahne, der nicht existiert, wer ist das eigentlich? Das bin ich. Warum sage ich doch, ich bin du? Aber dieses rote Ich. Ja, die Hierarchien müssen drin sein. Das sind die ganzen Phasen, Redo, wenn wir jetzt wieder von Brüssel zu Brüssel reden. Du warst unsere ersten Gespräche mit deinen Eltern, mit deinem Bruder. Ja. Ich sag, du kannst anklopfen. Ja. Wenn das nicht reagiert wird, spielst du deine Rolle ganz normal weiter, versuchen wir jetzt nicht zu missionieren. Jeder, der das versucht hat, da gibt es fast kein Zurück mehr. Da geht diese Gemeinschaft, geht in Brüche. Muss nicht sein. Ja. Man muss es einfach akzeptieren und es fällt dir sehr, sehr leicht, wenn du verstehst, dass es einfach nur Protagonisten in einem Traum sind, ein Kommen und Gehen. Gibt es auch keine Überlebenschance.
dieses Menschheit retten wollen. Erinnere dich an mein altes Beispiel, der Mensch ist der Virus. Treffen sich zwei Planeten, du siehst aber schlecht aus. Der Mensch ist der Holzkäfer, meine Holzkäfer-Metapher. Und der, wenn sich ausgerottet hat, kann man was vollkommen Neues aufbauen. Das heißt, wenn du jetzt wach wirst aus diesem Traum, wo du dich selbst als ein Enosch, ein sterblicher Trockennasenaffe erlebst, bei eigener Definition, werden wir eine vollkommen neue Welt aufbauen. Die entzieht sich dann der Vorstellung wie mein Sprung von Basic zu Windows. Ja, genau. Und da wird kein ausgedachte Menschheit mehr da sein, die die Welt dominiert. Wie ich immer so schön sage, die sind dann zwar immer noch da, weil die höhere Welt ja vollkommener ist, aber die wirst du dann so viel beachten wie eine Schimmelpilzkolonie. Ja, genau. Dann machen wir Chlor drauf. Ja, genau. So sieht es doch aus. Ja, klar. Und das ist jetzt wieder grausam. Jetzt wirst du unendlich grausam. Wie grausam ist Gott? Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Ich sage, was ist das für ein gottloser Mensch, der meint, dass Gott irgendwas Böses will? Wie kann der das Säugling zerstören? Ich sage, wenn ich ihn nicht zerstöre, wird er kein Schulkind. Und ich sage, das rauscht beim Materialisten durch, die wird so brutal die Geistlosigkeit deiner Mitmenschen bewusst. Vor allem die Geistlosigkeit derer, die du bisher extrem bewundert hast, weil sie hier extrem viel intellektuelles Wissen davon gesappert hat, wo du permanent gesagt hast, das weiß ich ja alles nicht. Aber wo weiß der das her, wenn du jetzt träumst? Nimm mal einen kleinen Satz, wenn du intellektuelles Wissen bewundern willst, dann nimm dein Handy oder dein Smartphone in die Hand, setz dich vom Computer und geh ins Internet. Dann hast du einen Gegenüber, der mit einem Intellekt brilliert, wo kein Trockennasenaffen mitkommen, mache noch so studiert sein. Absolut. Aber es ist geistlose Materie. Was ist ein Computer? Ein Gehäuse mit einem Computerchip, mit Programm und Daten und Ausgabegeräte, Output, Bildschirm, Lautsprecher. Ja. Was ist ein Mensch? Ein Körper mit einem Gehirn, mit einem gewissen Schwamminhalt, mit einem Intellekt, den er sich nicht raussuchen konnte, mit Augen und Ohren. Sehen und hören. Ja. Das ist jetzt eine ganz wertfreie Definition. Ja. Und beides, das eine wie das andere, ist was Ausgedachtes. Okay. Ja. Und jetzt kann ich nicht einmal sagen, das ist kein Geist. Du bist der Geist. Du bist die 200 Gramm rote Gnede. Du nimmst diese Form an und diese Form an. Ein ganz simples System. Ja. Es zerstört halt bloß alles, was man vorher geglaubt hat, ohne das zu zerstören. Was passiert, wenn ich mich festklammer an den Buchstaben H, weil der mir so gefällt und plötzlich habe ich einen Satz da stehen, wo das Wort Haus vorkommt? Fällt mir mal ganz ehrlich, fällt dir das H dann überhaupt noch auf? Das ist die Menschheit, die Schimmelpilzkolonie mit ihrem ganzen Wissen, das Basic-Logik. Dann ist es zwar wichtig, weil wenn das H nicht da wäre, würde das Haus ja aus sein. Ja, ja, genau. Es ist auch immer wieder mit dem Haus die zwei Seiten, mit dem B, mit der 2 und der 4, wo ich angesprochen habe in unserem Beispiel. Die 2 ist ja symbolisiert das B, das Haus. Ja. B, T geschrieben, heißt in mir ist eine Erscheinung. Ja. Und jetzt kann ich immer wieder sagen, ich kann in, im Haus sein und ich kann außerhalb des Hauses sein. Wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich aus dem Haus herausgehe? Das ist immer wieder, ich denke mir immer die zwei Seiten. Aber ich, der ich mir das ausdenke, wo gehe ich hin, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Haus und dann gehe ich aus dem Haus raus. Und dann haben wir die Tür, Dale, 2, 4. Ja. Unser Kub, ja. In dem Kreis, diese Zeichen eingeordnet. Da habe ich dasselbe, die Tür kann geschlossen sein und die kann geöffnet sein. Ja. Ich kann aus dem Haus bloß rausgehen, wenn ich das öffne. Ja. Da haben wir natürlich das schöne Spiel wieder, wenn du das jetzt anschaust. Auf der einen Seite dieses B und das D, habe ich gerade schon gesagt, wenn wir das jetzt BD lesen, Erfindung. Was kriegt man dann für hebräisches Wort? Erfindung, Lüge. Erfindung, Lüge, Geschwätz. Ja. Auch Linnen. Ja, genau. Die Leinwand. Wand. Jetzt hast du unsere Leinwand, unsere Filmleinwand, wo ich auch Linnen englisch gelesen, heißt es, das Licht ist innen. Genau. Ja. Hast auch Leinen dann auf Deutsch, das Licht musst du einen. Ja. Lest es nicht mit E, sondern mit A. Ja. L-A-I. Nicht existieren. Ja. Und andersrum gelesen, die B haben wir wieder unseren Bär. Ja. Das heißt Brunnen, wenn wir den Brunnen hinschreiben, die Polaritäten ran,
Da steckt das Rennen schon mit drin. Jetzt kriegst du, darum heißt es auch auslegen, aber auch erklären. Etwas auslegen und erklären. Und ich sage immer wieder, der Brunnen ist noch nicht die Quelle. Ja, ja, klar. Aber die Quelle, die du dir jetzt als Ursprung für das Wasser aus dem Brunnen denkst, unser Ursus. Der Ursus ist was ganz was anderes, der Ur-Jesus. Der ist nämlich immer. Ja. Wo kommt das Wasser aus der Quelle her? Vom Himmel oben. Das ist ja ein G-Rundwasser, zerst einmal, unser G-Rundwasser. Ach, das muss ja zerst hochgehen in den Himmel, um wieder runterzukommen. Und das, was immer ist, das ist dieser Punkt, das Zentrum, aus dem alles entspringt. Und umso mehr du die Vordersprache verstehst, umso klarer wird es die Puzzlestücke, dieses für einen hochgebildeten normalen Menschen nicht Verstehbare, ist plötzlich so unendlich klar, das setzt dich in deinem Kopf automatisch zusammen. Jetzt wirst du die große, allumfassende Liebe. Darum höre ich immer wieder, was bringt mir das Kaufmannsdenken, wenn ich aufwächern kann. Jetzt die Handvoll Leute, jetzt wenn ich auf der Brüsselebene zusammen bin, die kriegen große Augen, weil das alles da ist. Die haben jetzt elementare Grundlagen, der BEC, die Ritter und so weiter und so fort. Und die sind sprachlos, die sagen das ja jedes Wort, wo ich anschaue. Ich sage, weil wenn du aufwächerst, wirst du feststellen, du kannst zwar immer von den Filmperspektiven und Möglichkeiten bloß einsehen, aber es ist im Chat schon alle anderen mit im Hintergrund und du regst dich über nichts mehr auf, egal was ist. Du merkst jetzt die Freude, wo die haben in Corona aufzu. So inwieweit jetzt natürlich ein Gedanke, den wir uns jetzt ausdenken, selber Freude haben kann. Da ich ja alle bin, die ich mir ausdenke. Ich bin ja jetzt der Redo, den ich mir ausdenke, aber der ich auch bin, wenn ich glaube, der Redo zu sein. Ich bin der Udo, ich bin auch der, der jetzt vom Computer sitzt. Den geben wir jetzt einmal hier Nobody, Mr. Nobody, wie in dem schönen Film. Und das können wir immer wieder stufen. Das baut sich auf und die Puzzlestückchen, weil immer alles passt. Aber wenn ich doch, egal mit was ich konfrontiert werde, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein wichtiges Puzzlestückchen, ich kann es anlegen, reibst du dich nicht an nichts mehr. Jetzt wirst du der Reiben. Spiegelsohn, ne? Der Spiegelsohn. Und der Spiegelsohn ist letztendlich der Adam bzw. Jahwe. Man könnte das auch Buddha nennen. Ich habe schon gesagt, Bu heißt in ihm, ist der A, die geöffnete Schöpfung. 470 gelesen, das Wissen, die Weisheit, die Quelle, dann nennst du dich Buddha. Wenn ich sage, wenn du vom Bücherregal stehst, bist du JCH, das ist das Bücherregal des christlichen Glaubens in der göttlichen Bibliothek. Wenn du vor dem buddhistischen Bücherregal stehst, bist du Buddha. Ja. Vom christlichen Glauben bist du das JCH, der Jesus Christus. Das können wir jetzt spielen in den Religionen, weil das sind nur Bücherregale mit Spezialwissen, die man aber alle wieder. Es ist eine Bibliothek, das macht Holofeeling aus. Und darum geht das ganze Spiel bei Holofeeling nicht um irgendwelche vergängliche Gedanken, sondern um den, der ewig ist, beziehungsweise die, die ewig sind, was ich Geistesfunk nenne, die aber wieder nur Facetten von der einen Ewigkeit sind, von El Hayom. Aber die halt zurzeit lernen, was sie noch alles sein können. Und jetzt wirst du keine Angst mehr haben vor einer Reinkarnation, wenn du das verstanden hast, sondern was war unser Anfang des Gespräches? Es geht ja nicht schnell genug. Du möchtest am liebsten 20, 30 Bücher auf einmal lesen, weil dich plötzlich interessiert dich der I Ching und dann interessiert dich Sanskrit, dann interessieren dich die Upanishaden, dann bist du aber die Bibel noch nicht richtig, den Tanach noch nicht richtig. Wann soll ich das denn alles anschauen? Ja, jetzt, in der Ewigkeit, in der du lebst, wo du das Zentrum bist. Wie sagt der immer, willst du dich mit mir zu Tode langweilen? In der Ewigkeit. Hier die Erleuchtung erreichen, in die Stille meditieren und dann muss ich nicht mehr reinkarnieren, muss ich keine Leben mehr leben. Das ist wie ein Schauspieler, der da sitzt und sagt, scheiße, ich kriege keine Rollenangebote mehr. Genau. Du musst doch für irgendwas leben, du brauchst doch als Schauspieler Rollenangebote. Schau SBI. Was heißt das? Schau meine eigenen, ich schaue meine eigenen Schwellen, meine logischen Wellen an. Aber die werden halt limitiert mit der Logik, mit dem Programm, mit dem ich zurzeit arbeite. Das ist so einfach. Okay, Redo. Gut. Ich habe mich gefreut. Ja. Das musste ja mal gesagt werden. Du sollst wiederholen es immer wieder, schau, wo du stehst und scheiß dir nicht in die Hosen, du Säugling.
Ich habe das schöne Video reingeschaut, ich weiß nicht, ob du es angeschaut hast, über den Ozean, der, wo getaucht ist im Ozean. Wenn du das mit der Vatersprache hörst, geniales Video. Alles. Genial, alles. Die Metaebene ist, ich verweise jetzt nochmal auf diese zwei Ausschnitte aus dem Weißenbuch-Vortrag mit Far Cry, wo ich manche Sachen anspreche. We are ghosts, wir sind ghosts, wir sind Beobachter, wir werden von keinem gesehen. Das sind Videospiele, all die Videospiele, die Welt spricht zu dir. Einer, der schon die Arroganz sagt, das ist Kinderkack oder gefährlich, die Ego-Shooter sind ja eigentlich Ego-Shooter. Hier, wo Menschen umgebracht werden, was bringe ich für Menschen um? Du bringst doch die Menschen um in dem Moment, wenn wir jetzt die mit vernichten. Du bringst doch jeden Menschen um, den du nicht mehr denkst. Absolut. Und du erschaffst ihn, wenn du an ihn denkst. Genau. Am besten geht es jemandem, wenn du ihn nicht ausdenkst. Dann ist er in der heiligen Einheit. Ja. Das ist immer wieder, Gefühle empfindest du entweder positiv oder negativ. Immer wieder dran denken, eigentlich beides gleichzeitig. Du schaust bloß eine Seite davon im Jetzt an, weil du die andere vergessen hast. Genau. Was ist dann, wo ich sage, die rote Glückseligkeit, dass du nicht mit irgendeiner Glückseligkeit, die du dir ausdenkst, die du empfindest, aufgrund deiner Logik, wo du aber das Gegenteil, was du bezahlen musst, dafür vergessen hast. Es wird immer eine Rechnung gestellt. Das ist bei dem Hinterleuten. Hast du das anschauen können bei dir in der Schweiz? Nein, ich habe es nicht angeschaut. Nein. Vedo, ich habe das ein paar Mal gesagt, das ist mit weiten Abstand das Beste, ein Dreiteiler, ZDF-Produktion. Hast du keine Möglichkeit? Geh doch einmal mit einem VPN rein vielleicht. Ja, der Bezi hat es gerade hochgeladen, oder? Hat er nicht eine ZIP-Datei mal reingestellt? Irgendwas, weiß ich nicht. Irgendwer. Auf jeden Fall, das ist eine ZDF-Produktion, eigentlich relativ seicht, so was halt ZDF-Produktionen sind. Aber dieser Dreiteiler, unter Leuten, habe ich ja gesagt, du lebst noch unter Leuten, mit ihm. Ja. Das entblößt so die Charaktere und die Motivationen, und das Schöne ist, im dritten Teil dann gibt es wirklich eine absolute Gerechtigkeit. Die werden alle abgestraft, jeder für sich selber aufgrund seiner Reaktionen. Die ganzen Scheinheiligen, das entspricht extrem der Wirklichkeit. Es wird jeder bezahlen müssen, um auf Null zu kommen, wenn du irgendeinen einseitigen Ausschlag hast. Darum ist es Schöne, dass wenn du jetzt zu den Verlierern gehst, selig die, die jetzt arm sind, die nichts besitzen, obwohl dieser Besitz sowieso keine Glückseligkeit ist, sondern eine Falle ist. Das heißt, der Nichtbesitz und arm zu sein und krank zu sein, ist ein göttliches Geschenk. Weil die können sich darauf freuen, dass sie gesund werden. Sie dürfen bloß nicht den Fehler machen, dass sie dann gieren, in die positive, ausgedachte positive Hälfte zu kommen. Und all die, die jetzt ganz oben sind, und du weißt, ich sage immer wieder ganz in deiner Generation, ich sage jetzt nur Michael Jackson, Whitney Houston, all das Zeug, was man bewundert hat, wie sind die abgestellt? Es sind zuerst nochmal Märchenfiguren. Und was soll uns die Geschichte sagen, dass die alle bezahlen müssen? Alle, durch die Bank. Also da hast du schon mal die guten Karten, wenn du ein Nobody bist, ein bisschen Body, ein Niemand bist, mich kennt ja keiner. Und was für ein Wahn das ist, berühmt werden zu wollen. Und das Spiel macht halt, bis du anfängst, dann dich hier einzuschwingen, was übrigens diese schöne Figur, wenn wir jetzt reinsetzen, ist letzten Endes, ich rede immer von der Fourier-Transformation, da wir bloß die Ungradzahligen aufaddieren. Weißt du was raus? Da kriegen wir doch das Rechteck. Ja. Dieses Rechteck. Ja. Alle geradzahligen Oberwellen in der ungeradzahligen Oberwellen ergeben dann in der Summe bis unendlich eine Rechteckspannung. Was passiert, wenn wir die komplette Zahlenreihe so machen? Sinus 1, Sinus 2, Sinus 3, Sinus 4, was gibt das für eine Kurve? Hast du das schon mal gesehen? Nein. Ja. Ich schalte mal schnell meinen Computer ein. Wir schauen uns das einmal schnell an. Ja. Bildschirm ist da sein, ne? Ja. So. Pass auf, jetzt sind wir mal hier. Siehst du mal? Sinus? Mhm. Okay, wenn ich jetzt die Frequenz erhöhe, das ist jetzt Sinus 1, dann wird der Döner höher, Ton habe ich nicht eingeschaltet, jetzt heißt, wird er hochfahren und wieder runterfahren. Ja.
mal wieder so auf Sinus 1. Und jetzt können wir hier, das ist die harmonische, lass mal das Geschwinge im Hintergrund, das ist Sinus 1. Wenn wir jetzt die Harmonie, die erste harmonische Welle, im Moment muss man schauen, dass er denn da ist. Das wäre jetzt Sinus 2. Du siehst, wir machen aus einem Sinus, machen wir zwei Schwingungen, also, sorry, wir machen hier, Sinus ist ja eigentlich hier die Kurve, ich mache es nochmal mit der Maus, Sinus ist ja die Kurve, unsere Plushalbwelle und die Minushalbwelle. Mhm. Okay? Ja. Ich sage mal, wir betrachten mal bloß die eine Hälfte, weil die andere ist dann nur gespiegelt dazu. Wenn ich jetzt Sinus 2 mache, habe ich praktisch in dem Bereich zwei Schwingungen, dementsprechend wiederholt sich das dann, aber bloß halb so hoch. Genau. Das wäre jetzt praktisch ein halb Sinus 2. Mhm. Jetzt machen wir Sinus 3, der ist ein Drittel von 1er und drei Schwingungen. Ja. Natürlich gespiegelt nochmal 3, gibt dann 6. Ja. Dann haben wir 4, da sind jetzt 4 Schwingungen drin, 1. Ja. Der Viertel so hoch. Das wäre jetzt nach oben gesehen, wäre das 0,25, 0,5, 0,75, okay, das wissen wir ja. Das sind jetzt die sogenannten harmonischen. Jetzt machen wir zuerst einmal hier. Oh, und jetzt mache ich jetzt dasselbe und jetzt stelle ich die an, dass ich die aufaddiere. Das mache ich die Summe, Sinus 1, Sinus 2 ist nicht interessant. Wir wollen ja Rechteckspannung machen, square. Ja. Jetzt brauchen wir Sinus 1. Das wäre jetzt Sinus 3. Ja. Der Sinus 1 und der Sinus 3 ergibt diese Welle. Ja. Das Thema habe ich ja erklärt. Ja. Das heißt, wir haben den Sinus 1 und wir müssen zu den Sinus 1 diesen Sinus 3 dazuzählen. Darum haben wir hier die Dalle, weil hier sich dieses Minus wird da oben abgezogen. Das ist das arithmetische Mittel dieser zwei Kurven. Ja. Sinus 4 wird wieder nicht berücksichtigt. Sinus 5, das wäre jetzt Sinus 1, Sinus 3 und Sinus 5 gleichzeitig. Ja. Dann kriegen wir das hier. Und so weiter. Der 6 wird wieder nicht berücksichtigt. 7, 8, 9 und umso mehr wir die Oberwellen dazu machen, kriegen wir immer mehr Rechteck. Ja. Jetzt, wenn ich denke, den klassischen Sinus, der hier rüberschwingt und zurückschwingt, passiert Folgendes, dass ich immer wieder sage, du musst ja das Zurückschwingen passiert im selben, wir machen ein Zeitfenster auf und dann muss diese negative Kurve ist genau unterhalb der positiven Kurve, dann hast du zwei Quadratflächen. Genau, ja. Eine obere, was ich immer Sinuskurve mache, war dann, wenn ich alle ungeradseitigen Oberwellen arithmetisch, sprich Sinus, funktionstechnisch addiere, kriege ich praktisch zwei Quadratflächen, ein oberes Quadrat und ein unteres Quadrat. Was übrigens ganz nebenbei 8 ist. Ja. Okay, aus 2 waren 4 und es waren dann 8. Ja. So, und jetzt wollen wir uns das Ganze doch anschauen. Warte mal, ich fordere wieder runter. Und jetzt wird es interessant, jetzt machen wir mal eine Dreieckspannung. Okay, Sinus 1 plus Sinus 1. Mhm. Dann machen wir den zweiten Sinus 2 dazu. Wenn ich den 1 und den 2er verbinde, gibt es die Kurve, die weiße Kurve. Ja. Siehst du das? Ja. Genau, wenn das ist jetzt Sinus 2, wo ich mit der Maus entlang fahre. Und wenn du jetzt diese Pluswerte immer aufaddierst, dann kriegst du diesen Wert. Über 1 kann man nicht rausgehen. Jetzt nehmen wir Sinus 3 dazu. Jetzt machen wir Sinus 4 dazu. 5? Ja, geht auch. Hm. Genau. Das wird jetzt ganz interessant. Und jetzt machen wir dasselbe Spiel. Das wird jetzt ein Dreieck, eine Sägezahnspannung. Aber pass auf, wir haben doch festgestellt, denk an unser Quadrat, wenn wir jetzt den Sinus nehmen, dass der doch nicht zeitlich danach kommt, sondern genau genommen genau drunter liegt. Ja. Dann müssen wir jetzt den negativen Wert rüberklappen und dann muss der genau drunter liegen. Ja. Und wenn wir den jetzt genau drunter legen, haben wir zwei Möglichkeiten. Da müsste ich jetzt eine Zeichnung dazu machen. Dann haben wir praktisch ein Aufplatzen vorne, dass wenn ich jetzt das einfach gespiegelt hier diesen rüberklappe, wie eine Buchseite. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja, klar. Jetzt pass auf, merk da mal das Bild. Mhm. Okay? Und jetzt mache ich das einmal weg und ich nehme mich wieder, dass ich meine Finger habe. Mhm. Das heißt, am Anfang, wir haben diesen, ich tue das einmal kurz zeichnen,
von dir aus gesehen diesen Zacken gehabt, der geht runter, durch den Nullpunkt geht runter und geht wieder hoch. Ja. Das sieht definitiv aus, wenn ich jetzt den an den Nullpunkt so rüberklappe, ist ja das unten vorne, dann platzt das auf und fällt dann in Null zusammen und platzt wieder auf und fällt wieder in Null zusammen und platzt wieder auf und fällt wieder in Null zusammen. Das ist jetzt je nachdem, wenn ich von dem Nullpunkt, wo wir das eingeschnürt haben, bei unserem Einheitskreis, wo ich sage, 3 und 9 müssen wir zusammen machen, können wir das so machen, dass wir immer die obere Hälfte bei 0 in der Mitte starten, schon einen Kreis machen und dann die untere Hälfte den Kreis machen. Wir können aber auch hier in der Mitte starten und das so das Ganze machen. Dann würde das heißen, dass es nicht aufplatzt, sondern wenn ich das dann zeitlich verschiebe, beim Rechteck spitzt keine Rolle, wenn ich hier Rechteck habe und hier Rechteck habe, zack, 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 und ich schiebe die übereinander, habe ich 2 Rechtecke. Wenn ich jetzt aber diese Schleife habe, dieses zack, 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 ist ein Unterschied. Ich habe jetzt gesagt, wir klappen das zurück, dann haben wir das aufplatzen, wir haben immer noch ein zeitliches Decken, das fällt wieder zusammen und platzt wieder auf und fällt wieder zusammen. Wenn ich jetzt aber diese Kante von dir aus gesehen, wenn ich die jetzt übereinander schiebe, dann löscht sich das Ding praktisch aus. Ja, genau. Ja. Die Zeit zusammenschieben. Jetzt kriegst du eigentlich das Wirkliche. Ja, genau. Da passiert was, obwohl nichts passiert. Ja. Und ich meine, in einfachen Erklärungen habe ich immer wieder gesagt, wir denken uns an vorgestellten Mittelpunkt, wir denken uns den auseinander, okay, du hast natürlich jetzt keine Tiefe, weil mir auf der VR-Brille hättest jetzt der Tiefe, und ich sage, wenn ich jetzt so kreise, ist in dem Moment, wo was nach oben geht, geht es nach unten. Genau. In dem Moment, wo ich was ranziehe, stoße ich was ab. Ja. Das heißt, du merkst, in dieser Kreisbewegung, wenn man das so sieht, ist, wenn ich es zeitlich mache, sieht es natürlich anders aus. Ja. Jetzt ist Licht ja eine Transversalwelle. Ja. Und wir wissen ja unsere Zeitverkürzung. Muss ich dir mal zeigen, wenn du das jetzt wirklich, wenn man die tieferen Formel schaut, wenn eine Rakete an dir vorbeifliegt, umso schneller die fliegt, wird der Raum kürzer. Das heißt, in Physikbüchern steht, die Rakete wird immer kürzer. Das heißt, umso schneller die fliegt, wird die bei Lichtgeschwindigkeit schrumpft ja die Strecke. Ja. Also umso näher du an die Lichtgeschwindigkeit kommst, das heißt, die Rakete wird auch immer dünner. Ja. Und wenn die mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, und das Einzige, was ich angeblich mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, das war zu Einsteins Zeiten, sind Photone, dann gibt es keinen Raum mehr, dann schrumpft die, diese auseinandergedachte Rakete, Anfang, Rakete, Ende, ist in unserem Hier und Jetzt. Ja. In der Formel selber wird es interessant, es dreht sich eigentlich um 90 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt hier das umso schneller, das wird, dreht sich das um 90 Grad. Das heißt, wenn ich das um 90 Grad drehe, wirst du feststellen, ich mache mal das von oben nach unten, ich lasse mal was runterfallen. Wenn ich jetzt das um 90 Grad drehe, von dir aus gesehen, wenn du das nicht siehst, hast du den Eindruck, dass die Strecke immer kürzer wird. Weil ja. Die Tiefe gibt es ja nicht. Ja. Okay? Ja. Und jetzt haben wir unser Problem, wo ich schon erklärt habe, mit dem Fahrrad, mit der Übersetzung. Wir fahren wieder ein Fahrrad, wir haben eine gewisse Kraft und wir legen eine gewisse Strecke zurück. Das ist alles, kann man alles berechnen mit Newtonscher Physik. Wenn ich jetzt eine Steigung mache, werde ich bei derselben Kraft zwangsläufig langsamer werden. Okay? Oder ich kann Folgendes machen, ich kann dieses langsamer werden ausgleichen, indem ich schneller dreht, weil ich runterschalte, habe aber eine kleinere Strecke. Ich kann eigentlich umrechnen, will ich jetzt weniger Strecke haben mit derselben Kraft? Ja. Muss ich mich aber schneller drehen mit derselben Kraft? Das heißt, wenn ich es noch steiler mache, schalte ich noch weiter runter den Gänge, die Übersetzung, und dann muss ich noch schneller drehen, komme aber noch weniger von der Stelle in derselben Zeit. Genau. Aber was passiert, wenn jetzt das 90 Grad sind, nochmal ganz abstrakt, dann bewege ich mich unendlich, ich drehe mich unendlich schnell und komme keine Millimeter mehr von der Stelle. Das ist immer wieder, die Null wird dann immer wieder ausgeschlossen. Ja. Oder mein schönes Beispiel mit dem Rohr, wo ich sage, wir machen hier in ein Rohr an Faden und machen ein Gewicht dran und wir drehen. Ja. Kannst du dich erinnern? Dann hast du eine gewisse Fliehkraft. Die Physik ist hochinteressant, wenn man sich damit beschäftigt. Und jetzt kann man ja unsere Eiskunstläuferin, da soll man das Gewicht gleich lassen, wenn du drehst und du würdest jetzt an der ziehen, an der Schnur ziehen, dass du das Gewicht anziehst. Mhm. Dann gibst du in das System Energie rein, weil du ja Kraft reinsetzt in unser System, aber die Strecke verkürzt, muss das Ding zwangsläufig schneller werden. Ja. Du wirst feststellen, wenn du drehst, auch wenn man jetzt die Eigenenergie benutzt, ich würde jetzt sagen, die Schnur wickelt sich auf,
Wird das Ding mal Verluste weggesehen, umso näher das dann an den Stecken kommt, kannst du probieren, nimm einen Besen still, mach eine Schnur rum mit einem Gewicht und dreh. Das geht, wenn es lang ist und wenn das kommt, brrrt, dann wird es schnell. Da haben wir aber immer noch die Eigenenergie vom System. Wenn ich jetzt die Schnur in der Mitte rausgehen lasse und ich ziehe und dann gebe ich ja in das System Energie rein und verkürze den Radius. Und dann wird das Ding sich beim Anziehen schneller drehen und umso mehr ich anziehe, hole ich das näher ran. Und dann wird es immer schneller werden, bis zu dem Punkt, wo unser Gewicht genau über der Nulllinie ist. Ja. Und dann sage ich, ja, dann steht's. Ich sage, nein, jetzt bewegt es sich mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Die du aber nicht sehen kannst. Ja. Wenn es steht, bewegt es sich mit Lichtgeschwindigkeit. Physik ist scheißgeiles Zeug, wenn man es geistreich sieht. Solange ich nur in einer Vorstellungswelt lebe und ich glaube, ich habe damit nichts zu tun, habe ich verloren. Und ich sage, solche Gespräche müsste ein Physiker, ich habe mit solchen Gesprächen mit Physiker gesprochen schon, sehr viel in die jetzt ausgedachten Lage. Und was war das Ende vom Lied? Die waren sprachlos, die gehen raus und stellen sich hin und lernen ihren Schülern dieselbe Scheiße, wo sie immer gelehrt haben. Weil wenn sie es nicht machen, verlieren sie den Job. Ja, es geht ums Geld, Geld ist eure, ihr seid alle Hurenwamm. Ja. Wer keine Schuld hat, werfe ich den ersten Stein. Bis man sich dann irgendwann einmal löst davon. Und dann kommt der panische Überlebensangst und dann wirst du feststellen, wie mächtig dein Ego noch ist. Das ist der Christus. Bist du bereit, für deinen Glauben zu sterben? Oder bist du bloß ein Maulaffe? Und jetzt in meinem System ist Sterben eigentlich wach werden. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Und die Bürde, die ich dir aufgetragen habe, ist so einfach. Wenn du ein bisschen Widerstand leistest, lasse ich Wunder passieren über Wunder. Es wird immer wieder eine neue Möglichkeit aufgeben, die deine jetzige Logik nicht hergibt. Ich sage, du musst dich für Wunder öffnen und Wunder sind schon Inspirationen, wenn du sitzt. Schau mal, was mit, wenn du jetzt das Redo-Programm nimmst, wenn du sitzt, diese zeitlich gedachten Stunden, tausenden Stunden, die du im Dennach verbracht hast, wie viel Wunder hast du erlebt, wenn ich in Doni mal erzähle, wie er sein Wurzelwörterbuch durchgearbeitet hat. Wo er sagt, ich habe Verknüpfungen, das sind Schönheiten in einer anderen Qualität. Die haben nichts mehr mit einer ausgedachten Außenwelt zu tun, die aber letztendlich ja nur auf Wundern aufbaut. Das Leben als Ding an sich ist ein Wunder. Wenn man jetzt die Metaphern im Hintergrund versteht, wird es noch ein viel größeres Wunder. Wie erbärmlich bist du, wenn du den Kopf zerbrichst über normale menschliche, weltliche Dinge? Zu versuchen, irgendeinen Gedanken von dir überleben zu lassen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn du weißt, mit was du es in Wirklichkeit zu tun hast, was deine Informationen sind. Informationen, keine Außeninformationen. Es kommt von außen nichts. Es geht von dem absoluten Zentrum zuerst einmal in deinen roten Kopf, der gleich ist mit dem absoluten Zentrum. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und dann in deinen blauen Kopf, der auch absolut gleich ist, solange es deine Personifizierung ist, die du dir aber jetzt schon verstreust, dass du sagst, ich bin jetzt in Zürich oder in Weißenburg oder in Wien oder sonst wo. Weil blau fängst du schon an, hier in einer ausgedachten Welt als Protagonist rumzulaufen. Durch deine Verabrede kriegst du diese Illusion der ständig wechselnden Bilder. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Super, danke Udo. Perfekt. Tu doch mal eine Überschrift, nicht nur Selbstgespräch, lass doch mal eine schöne Überschrift dazu einfallen. Holo-Feeling, mal schauen, was da einfällt. Okay. Bis gleich. Danke, tschüss Udo.